Wollen wir heute Nachmittag zusammen etwas unternehmen? Ich hätte Zeit. Ich kann leider nicht. Ich muss für Deutsch lernen. Schade. Und du, Greta? Wir könnten ein wenig Fahrrad fahren. Wie wär's? Ja, können wir machen. Du isst ja kaum. Ist was mit dir? Nee, ich hab nicht so viel Hunger heute. Ich bin fertig. Ich gehe hoch. Okay, dann räume ich schnell das Geschirr ab und wir können los. Alles klar. Mama, ich habe so ein kratziges Gefühl im Mund. Hast du Wasser dabei? Ja, hier, bitte. Ist das mit Sprudel? Ja. Ich möchte lieber Stilles. Aber du trinkst doch immer mit Sprudel. Ja, aber mein Hals fühlt sich so komisch an. Da schmeckt das Sprudel nicht. Stilles habe ich nicht dabei. Wollen wir wieder umkehren? Ja. Na gut. Hier hast du stilles Wasser. Danke, ich ruhe mich noch ein bisschen aus. Ja, ist gut. Irgendwie ist Greta heute komisch. Eine halbe Stunde später. Greta? Oh, sie schläft ja. Na, da wird jemand bestimmt krank. Mami, Mami. Ja, ich komme. Mein Hals tut mir so weh. Oh je, und du hast Fieber. Ich hol mal das Thermometer. So, einmal Mund auf. Und fertig. 38,5. Ja, es ist etwas erhöht, aber noch nicht so schlimm. Ich kann gar nicht sprechen. Ja, das glaube ich dir. Das liegt an den Halsschmerzen. Ich hol dir was zu trinken. Warte. Hier, trink mal einen Schluck. Ja, danke. Du hast dich scheinbar irgendwo angesteckt. Aber wir kriegen dich wieder gesund. Am besten hilft bei Halsschmerzen warme Milch mit Honig. Das mag ich nicht. Ja, aber es hilft. Deshalb mache ich dir das jetzt. Na gut. Schmeckt ganz okay. Werde ich morgen zur Schule gehen können? Ich glaube nicht. Du musst erstmal wieder gesund werden. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Hallo, Peter. Wo sind denn die Kinder? Anna ist oben und macht Hausaufgaben und Greta geht's irgendwie nicht so gut. Die ist auf dem Sofa. Oh, was hat sie denn? Halsschmerzen und etwas erhöhte Temperatur. Ach, die Arme. Hey, meine kleine Maus. Hallo, Papi. Hast du Halsschmerzen? Du brauchst nichts sagen. Ich verstehe dich auch so. Mit Halsschmerzen kann man schlecht sprechen. Ja. Am Abend. Greta, ich habe dir eine Hühnersuppe gemacht. Die wird dir gut tun. Ich habe gar keinen Hunger. Iss wenigstens ein paar Löffel. Ich kann nicht mehr. Ich will schlafen. Na komm, dann bringe ich dich ins Bett. Lecker. Die Suppe ist bestimmt für mich. Köstlich. Mami, Mami. Ja, ich komme. Ich habe Durst und mir ist so warm. Ich hol dir was zu trinken und einen kalten Umschlag. Darf ich in dein Bett? Na klar, so gleich wird's besser. Was ist denn los? Greta hat hohes Fieber und träumt schlecht. Ach, die arme Maus, dann gehe ich jetzt lieber mal aufs Sofa. Mach das. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, hier ist Frau Jansen. Ich wollte Ihnen kurz Bescheid geben, dass Greta heute nicht zur Schule kommen kann. Sie ist krank. Alles klar, ich gebe das an die Klassenlehrerin weiter. Gute Besserung für Greta. Danke. Hallo, Mami. Oh, du bist ja schon wach. Oh, meine kleine, kranke Greta. Hallo, Bello. Wie geht's dir? Nicht so gut. Dann leg dich wieder hin. Kannst ja hier auf dem Sofa liegen. Mach ich. Mami, hast du in der Schule Bescheid gegeben? Ja, habe ich gemacht. Mach dir keine Gedanken. Schlaf noch ein bisschen. Ein paar Stunden später. Mami? Hallo Mäuschen, na, geht's dir besser? Ja, etwas. Aber kannst du mal kurz mit aufs Sofa kommen? Ich wollte dich was fragen. Na klar. Mami? Ja? Warum hat man eigentlich Fieber, wenn man krank ist? Naja, Fieber ist sowas wie deine Körperpolizei, weißt du? Hä? Warum Polizei? Das Fieber vertreibt die bösen Viren, weil die die Hitze überhaupt nicht mögen. So ähnlich wie die echte Polizei, die für Recht und Ordnung sorgt. Ach so, dann hilft mir das Fieber, gesund zu werden. Ja, genau so ist das. Hallo, Papa. Hey, Greta, dir geht's schon wieder besser, oder? Ja, mir geht's schon wieder gut. Das ist ja super, dass es dir so schnell wieder gut geht. Naja, aber bei meiner starken Körperpolizei.
Naja, bei meiner starken Körperpolizei sind die Viren halt ganz schön schnell wieder verschwunden. Du hast eine eigene Körperpolizei? Ja, ist das nicht super? Das ist ja super duper gut. Ich freue mich, dass es dir wieder besser geht. Dann kannst du ja gleich mal die Hausaufgaben machen und den Müll rausbringen. Ach nee, Papa, ich fühle mich doch schon wieder ganz schön schlecht. Mach du das mal. Nee, mir geht's auch gerade nicht so gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.